Ja, wie gesagt, also diese Truppe bitte ich jetzt auch einfach mal auf die Bühne. Jump Crew Wismar, nicht die Gruppe, sondern das ist die Jump Crew Wismar. Das Ziel eigentlich von jedem, der hier jetzt aufgetreten war, dort auch mal reinzukommen. So, ihr seid soweit. Alles klar. Titel Nummer 3, Musiker. It's my rock and show.
ihr bleibt oben. Ihr könnt euch erstmal so ein bisschen verschnaufen. Und die anderen können schon mal ganz langsam wieder raufgehen. Baltic Jumpers und die Jump Crew Nordwest-Mecklenburg. Die Jump Crew Wismar insgesamt. Das ist, wie gesagt, ein soziales Projekt, was ich führe ehrenamtlich, ohne irgendeine Bezahlung oder sonst was. Ich mache es, weil ich immer sage, Kinder- und Jugendarbeit kommt von Herzen und soll auch davon nach außen strahlen und nicht, um das Portemonnaie zu füllen. Aber egal. So, wie gesagt, es ist eine ehrenamtliche Geschichte, wo Kinder anderen Kindern das Tanzen beibringen. Ich mache es nicht. Ich kann gar nicht so richtig wirklich. Und das wollen sie auch nicht sehen, glaube ich. Glaube ich nicht. Denn mein dicken Bauch würde zwar abnehmen, aber nee, will ich ja nicht. So. Wir machen mal den Bühnentest. Wir machen ihn. Wir machen ihn eigentlich immer. Auf der Insel Pöhl ist uns das leider auch schon mal gelungen, dass wir wieder runter mussten, weil die Bühne drohte zum Zusammenbrechen. Aber egal. Wir machen den Bühnentest. Wir gucken, ob der Bühnenbauer gut gearbeitet hat. Ne? Ja. So, ihr hinten, hintere Reihe, wisst Bescheid, was ihr wieder machen sollt? Wie in Boltenhagen, ja? So. Also, heute springt ja keiner. Das ist auch gut. So, wie gesagt, einer lernt vom anderen. Die Nordwest-Mecklenburger haben es irgendwann mal von diesen Jump-Crew-Wismar gelernt, was sie konnten. Und dass alles gut funktioniert, miteinander harmoniert, das wollen wir Ihnen auch einfach mal zeigen, nicht vorenthalten. So, dann Titel Nummer 5. Musik ab.